Ja, im Büchel liegen 20 Atomsprengköpfe. Das sind Atombomben des Typs B-61 und die sind veraltet. Die USA plant, diese innerhalb der NATO zu modernisieren und möchte eigentlich, dass diese Atombomben auch einsatzfähiger werden. Das heißt, sie sollen Flügel kriegen, mit denen sie eigenständig weiterfliegen können, und die sollen zudem eine geringere Sprengkraft haben, um weniger Kollateralschaden zu erzeugen. Ja, und wir wollen eben halt diese Modernisierung verhindern. Hintergrund ist sehr, dass unsere Regierung ja zugesagt hat, sich für den Abzug einzusetzen. Jetzt hat sie aber innerhalb der NATO die Modernisierung zugestimmt. Und das verstehen wir nicht. Uns verkauft sie das als Laufzeitverlängerung. Das ist es aber überhaupt nicht. In Kansas City in den USA soll eine ganz neue Anlage dafür entstehen. Und es wird wirklich ein ganz neuer Typ. Ja, und die wollen wir weghaben. Im September sind ja die Bundestagswahlen und wir machen jetzt hier gemeinsam mit 50 Organisationen und Gruppen, aber darunter sind eben halt auch führende Organisationen wie IPPNW, also die Internationalen Ärzte gegen Atomwaffen, wie IALANA, das sind die internationalen Anwälte und so weiter. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Wir wollen nochmal so richtig Druck ausüben und deswegen wollen wir den gesamten Stützpunkt dicht machen, indem wir eine 24-stündige Blockade hier machen, eine gewaltfreie Blockade, ja. Aller Tore, alle 8 Tore sozusagen. Aber wir werden hier alle zivilen Ungehorsam leisten und wir zeigen eben halt damit der Regierung, dass ja, es uns reicht. Wir haben ja auch die Lebenslaute hier, die ein klassisches Konzert geben werden, und bei solchen brisanten Punkten hier, die Waffen sind ja illegal hier, dem Ganzen nochmal Ausdruck geben, und die Lebenslaute, die wird ein Tor davon übernehmen. Also wir machen hier erstmal ein Eröffnungskonzert hier am Hauptkreis und am Haupttor. Wir machen die Probe, Einsinge und Stellprobe für unser Hauptkonzert, was wir gleich um 11:55 spielen werden. Danach werden wir um 2 Uhr uns an das Lutzerater Tor begeben und werden dort für 24 Stunden dieses Tor blockieren. Die Musik tut einfach gut. Die Musik ist ein Akt des friedlichen Miteinanders, gibt eine Atmosphäre, es ist eine Art von Schwingung, die erzeugt wird, die sehr positiv ist und diesen ganzen negativen Schwingungen dieses Geländes entgegenwirkt. Der Blitz schlägt ein und der Regen fällt und der Wind hat die Wolke gebracht, doch den Polizei, dann wird der Krieg nicht sein, dann wird der Krieg nicht sein. Dieses Lied vom Eisler beschreibt, dass der Krieg eben kein Naturgesetz ist. Es gibt ja bestimmte Theorien, die das gesagt haben. Alle 30 Jahre muss es Krieg geben, das gehört einfach so zur menschlichen Rasse dazu. Und er beschreibt, dass der Frieden eine Sache ist, die die Menschen machen müssen, die man nicht geschenkt bekommen kann. Das Interessante ist, also es gibt da auch verschiedene Wortspiele. Wir müssen den Krieg schlagen, den Frieden wagen. Mir fällt da das Englische ein, wage war. Und das ist das Wagen, das heißt, es muss, statt dass der Frieden durch einen Sieg errungen wird, muss der Friede gewagt werden. Das ist das größere Risiko und der Krieg muss einfach aufhören.
Situation ist so angelehnt, dass sämtliche Tore blockiert werden. Und von daher ist das, hätte es auch genauso gut offen sein können. Ne? Wir fahren auch rund, wir sind auch völlig solidarisch mit den Leuten, die vor anderen Toren sitzen und besuchen die auch und setzen uns auch dort vor, wenn es ansteht. Und von daher, das ist eben noch ein Tor und jedes Tor hat dicht zu sein. Und das ist eben so meiner, ja, deswegen sitze ich hier. Und sagen wir alle nein. Ich bin von den Niederlanden und ich arbeite für eine Friedensbewegung im Café Pax Christi. Und wir arbeiten für lange Zeit mit dem Thema Atomwaffen. Und wir auch haben ein Problem, dass wir amerikanische Atomwaffen haben. Und wenn ich das höre, dass eine große Blockade war in Deutschland, ich möchte gern gehen, weil ich finde das sehr belangreich, dass da Attention nachgehe, dass es sichtbar ist, dass die Leute in Deutschland, aber auch in den Niederlanden die Atomwaffen hier nicht wollen. Wir haben erreicht, dass die Militärs ihre Planung völlig umstürzen müssen. Sie haben den Zivilangestellten für Montag freigegeben und haben umgekehrt allen Soldaten befohlen, in der Nacht in der Kaserne zu bleiben. Das bedeutet, sie wollen auch jede Art von Konfrontation vermeiden und wollen es überhaupt gar nicht zu einer Räumung kommen lassen. So sehen wir das im Moment. Wir finden es sinnvoll, dass wir diese Sache so durchziehen können. Und dass wir jedenfalls 24 Stunden den Betrieb gestört haben oder den Betrieb das nicht verunmöglicht haben. Und wir könnten ja dadurch ermutigt werden, das nächste Mal für länger zu kommen. Jetzt noch ein Zuschauer. Wow. Danke.